Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Unboxing. Ihr seht es hier, dieses Mal in diesem Format, weil ich leider keine Zeit habe, alles aufzubauen und das oben aufzunehmen. Deswegen jetzt hier. Genau, jetzt habe ich gerade tatsächlich kurz Zeit, um das zu machen und dann kann ich die Videos morgen bearbeiten, wenn ich Dienst habe. Ich habe einmal die Fairybox für euch. Die ist leider jetzt schon ein paar Tage bei mir, muss ich jetzt ehrlich zugeben, weil ihr wisst es, ich habe mit meinem neuen Job angefangen und das braucht zurzeit ein bisschen Zeit und deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber natürlich kommt sie noch online und natürlich bleibt bis zum Schluss dran, denn es gibt in diesem Video wieder ein Gewinnspiel. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Unboxing an. Bevor wir mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei, links oder rechts oben im Eck. Ich weiß es bei dieser Kamera leider nicht. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mitmacht. Natürlich nach dem Video, weil in diesem Video gibt es ja auch ein Gewinnspiel. Hier haben wir auf jeden Fall einmal die Karte, die ich euch bloß kurz zeige, weil da die Produkte draufstehen. Wir lesen erst einmal. Juni, der Sommer kann kommen. Eigentlich fühlt man sich ja schon wie im Sommer. Kalendarisch beginnt dieser aber erst mit der Sonnenwende. Am 21. Juni erreicht die Sonne ihren höchsten Stand. An keinem anderen Tag im Jahr erhält die Sonne die Nordhalbkugel so lange und beschert uns damit den längsten Tag des Jahres. Und so bleibt hoffentlich auch für dich genug Zeit, um die wundervollen sommerlichen Produkte dieser Fairybox ausgiebig kennenzulernen. Und da ist wieder ein Goodie drin, das sehe ich jetzt schon. Würde ich sagen, fangen wir an. Das erste, was wir hier drin haben, ist etwas sehr, sehr Kleines. Keine Ahnung, was das ist. Ich zeige es euch mal kurz, bevor ich es lese. Und zwar von Cellular Repair Reduce, oh Gott, keine Ahnung, Reduces Eye Bags, also Augenschatten. Encircles Repairs Damaged Skin von Duvana, glaube ich. Da gucken wir jetzt rein. Keine Ahnung, was das sein soll. Ach, eine Ampulle. Die sieht ja interessant aus. Und vor allem eine, die muss ja wirksam sein. Aber tut man das dann rein oder für was ist das? Verstehe ich jetzt auch nicht hier. Ist das bloß zum Abbrechen wahrscheinlich. Aber die kann man schon irgendwie da reinstecken. Keine Ahnung, falls euch einer von euch eine Ahnung hat, wie das funktioniert, sagt es mir bitte. Auf jeden Fall ist hier eine Ampulle drin. Wir lesen einmal einfach auf den Zettel, was die so kann. Währenddessen zeige ich die euch natürlich nochmal. Duvana Serum Original 2 ml, kostet 2,99 €. Ist okay für so, ja okay, für eine Ampulle ist es eigentlich viel. Aber wenn man jetzt runterrechnet, was eine Barbo-Ampulle kostet, ist es nicht sehr viel teurer. Diese ultrakonzentrierte Hyaluronsäure-Ampulle repariert geschädigtes Zellgewebe und eignet sich auch für empfindliche Haut und dunkle Augenringe. Die Kombination aus Reishi-Vitalpilz, Chlorella-Algen, Seetang, Traubenkernöl und Kakaobutter mit Vitamin E macht diese Ampulle zum Skin-Superfood. Oh, das hört sich ja experimental an. Tipp, morgens die halbe Ampulle sanft unter die Augen einklopfen und abends den Rest auftragen. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ist jetzt bloß eine Ampulle, kann man jetzt sagen, ist gut, ist schlecht. Eine Ampulle, ich finde, das wirkt immer nicht so viel, da braucht man schon mehr davon. Aber ich finde es zum Testen auf jeden Fall keine schlechte Idee. Die Marke sagt mir noch gar nichts, das ist wieder eine ganz neue Marke, die hatten wir auch noch nicht hier drin. Also auf jeden Fall nicht, seitdem ich die Box habe, deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, dann haben wir, ich sehe schon von Urtekram wieder was. Es ist aber leider was auf jeden Fall in die Verlosung wandern wird, weil ihr wisst es, ich und Bodylotion, ich habe leider zu viel. Urtekram Nordic Beauty Start Over Moisturizing Body Lotion Sweet Ginger Flower. Oh, aber Ginger Flower wäre so interessant, gell? Aber okay. Ich kann es nicht brauchen. Urtekram Sweet Ginger Flower Body Lotion, Original 245 ml. Diese schnell einziehende Body Lotion schenkt dir seidig weiche Haut und ist dabei die ideale Pflege für normale bis trockene Haut. Bio-Ingweröl kombiniert mit weiteren Bioölen wie Jojoba, Oliven- und Aprikosenernöl sowie Bio-Shea Butter nährt intensiv die sonnengestresste Haut. Perfekt für heiße Tage umhüllt dich der frische Duft aus Ingwer, Ingwerblüte und Patchouli. Ja, und Ingwerblüte wäre eigentlich schon ein toller Duft. Ich gucke jetzt erstmal, was noch drin ist. Vielleicht werde ich auch was anderes verlosen, aber das ist schon mal ein guter Kandidat, würde ich sagen. Dann haben wir von Bergland was. Ich glaube, da hatten wir aber schon mal was drin, oder? Und zwar ein Probiotik-Reinigungsfluid Beauty Aging. Das holen wir mal raus. Ein Set ist auch noch mit drin. Ja. Sieht jetzt nicht wahnsinnig besonders aus, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber das muss es ja auch nicht, es muss ja bloß wirken. Und zwar Bergland Probiotik Reinigungsfluid, Original 50, Größe 50 ml. Das harmonisierende Reinigungsfluid reinigt besonders sanft und stärkt dabei das Hautmikrobiom. Mit probiotischen Lactoferment, Brennnessel und Matcha, nährendem Leinsamenextrakt sowie natürlicher Hyaluronsäure wird deine Haut im Balance gehalten und ist perfekt für die folgende Pflege vorbereitet. Tipp, morgens und abends auf die feuchte Gesichtshaut auftragen, sanft einmassieren und gründlich abspülen. Kostet tatsächlich diese Flasche hier 22,95 €.
ich, ist ja echt teuer. Ah ja, und das Urtikram, falls ich es nicht gesagt habe, kostet 10,49 Euro. Ist auch nicht gerade billig. Also das muss tatsächlich Wunder bewirken für 23 Euro. Mal gucken. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt ist in einem Säckchen. Das muss ich tatsächlich erst rausholen. Gucken wir mal. Eine Seife natürlich. Oh, ja, okay. Dann kann ich es an euch verlosen, weil ich behalte dann lieber die Seife mit Lemongrass. Lemongrass Savon du Midi. Also ich denke mal mit Karité-Butter. Weil hier unten steht Karité drauf. Ich lese mal. Savon du Midi Lemongrass Seife Original 100 Größe 100 Gramm, kostet 2,50 Euro. Ah ja, und der Beutel kostet auch 2,50 Euro. Kostet beide 2,50 Euro. Also insgesamt 5 Euro. Für die Herstellung dieser herrlich duftenden Bio-Seife in der Provence werden ausschließlich pflanzliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet. Nach der Grundverseifung wird die Seife mit Bio-Shea-Butter, also Karité, natürlich Pigmenten und ätherischem Lemongrassöl veredelt. Feste Seife fürs Klima. Durch den Verzicht auf unnötiges Wasser im Produkt und damit das verringerte Transportgewicht wird weniger CO2 ausgestoßen als bei flüssigen Alternativen. Rechenbeispiel, 200 Gramm feste Seife entspricht ungefähr 1 Liter Flüssigseife. Für einen vollen LKW feste Seife müssen für flüssige Seife gleich 5 volle LKWs losfahren. Tipp, in den praktischen Säckchen kann die Seife gut aufgeschäumt und auch in der Dusche aufgehängt werden. Seife soll nach dem Gebrauch trocken lagern. Baumwolle bis 60 Grad waschbar, Bio Zero Plastic. Also das ist tatsächlich so ein Seifensäckchen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein normales Säckchen. Finde ich cool. Das beides zusammen auf jeden Fall, finde ich eine schöne Idee. Und Lemongrass, ihr wisst es, ich liebe es. Dann haben wir, ich muss jetzt reingucken, weil ist nicht mehr viel, es ist bloß noch, glaube ich, ein Produkt, oder? Weil jetzt hatten wir 4, ja. Das haben wir noch. Sieht auch wieder mega schön aus, finde ich. Und zwar ist das von New York. Natürliches Deodorant 2-in-1 Schutz. Und natürlich wieder meins. Cool Mint. Ich liebe es. Und vor allem im Sommer jetzt Cool Mint echt mega. Ach, voll meins. Es ist ein natürliches Deodorant und antitranspirant. Es ist kein Aluminium drum und es ist ohne Alkohol. Hört sich auf jeden Fall mega an. Wir gucken mal. New York 2-in-1 Antitranspirant Deo-Creme Cool Mint. Originalgröße 40 ml. Kostet 8,79 €. Wenn es gut ist, würde ich tatsächlich ausgeben für das feste Deo. Es hält ja doch ein bisschen. In stressigen Situationen bewahrst du zukünftig mit Cool Mint nicht nur einen kühlen Kopf, sondern auch eine kühle Achsel. Der minzige Geruch von Cool Mint hält dich lang und haltend frisch. So kannst du jeden Morgen sorgenfrei und sicher in den heißen Sommertag starten. Für empfindliche Haut. Tipp, einfach eine erbsengroße Menge mit dem Finger unter der Achsel verteilen. Geruchs- und schweißhemmend. Werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut verwenden. Und dann haben wir tatsächlich die drei Gratis-Produkte. Also ich kann sie jetzt nicht auseinander tun, weil das zusammenklebt, aber das sind tatsächlich 3 Sachets, ihr seht es hier. Und zwar haben wir hier einmal Lebensbaum Himbeerdressing, original 3x5 Gramm. Hört sich mega interessant an. Die Gewürzzubereitung aus Mischung mit Himbeere und roter Beere, Rotbeete und Orange eignet sich perfekt für einen sommerlichen Salat mit ganz besonderer Note. Mit der fruchtigen Süße des Himbeerdressings machst du aus jedem Salat eine Nascherei. Tipp, sommerlichen Feldsalat, Beutelinhalt mit 3 Esslöffel Wasser, 3 Esslöffel Öl und 1 Esslöffel Balsamico-Essig verrühren. Über den Feldsalat geben und mit frischen Himbeeren, Parmesan und Walnüssen garnieren. Kostet 1,79 diese 3 Packungen. Einen genussvollen Juni wünscht dir dein Fairybox-Team. Hört sich mega lecker an. Also ich glaube, ich mache mir tatsächlich mal einen Himbeersalat. Weil frische Himbeeren mag ich. Ich mag bloß den künstlichen Himbeergeschmack. Ja, und das war tatsächlich wieder alles. Ich versuche wieder alles hierher zu legen. Einmal Dio. Einmal Urtikram. Dann können wir das hier hinpacken. So, jetzt will das davonrollen natürlich. Dann schieben wir es ein bisschen rüber. Dann seht ihr auch die Seife. Schieben wir es ein bisschen rauf. So, jetzt sieht ihr einigermaßen. Genau, das ist jetzt alles, was drin war. 5 Produkte und einmal das Himbeerdressing, eine Seife, eine Bodylotion, die zu euch in die Verlosung wandern wird von Urtikram. Einmal das Bergland Reinigungsfluid, Repair Cellular, die Ampulle und einmal das Deo. Finde ich mega interessant. Also ist tatsächlich das Interessanteste hier drin. Und wir haben einen Gesamtwert von 52 Euro und einen Cent. Ja, ich finde es auf jeden Fall wieder eine gelungene Box, würde ich sagen. Es ist wieder für alles was dabei. Wir haben was für die Pflege, wir haben was zum Reinigen, wir haben Deo, wir haben was fürs Gesicht zum Reinigen und wir haben einmal was fürs Gesicht zum Pflegen. Also einmal Körperpflege und Gesichtspflege. Und noch was zu essen. Genau. Mega. Also ich finde es mega. Jetzt kommen wir zur Verlosung, zur Boxenverlosung.
Verlosung. Ihr wisst es, also die, die mich schon länger verfolgen, die wissen es. Wenn ihr an meinem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann bitte einmal einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar da lassen mit Hashtag Box, Hashtag Verlosung und einem Favoritenprodukt, das ich euch noch dazu packen soll in die Box. Das heißt, nicht hier aus der Box das Favoritenprodukt, sondern ob ihr noch einen Lippenstift haben wollt, ob ihr noch einen Puder haben wollt und so weiter, ein Duschgel, ein Shampoo, schreibt es unten rein, dann packe ich es euch mit rein. Genau, und natürlich abonniert meines Kanals sein und dann könnt ihr eine Box gewinnen. Also jetzt nicht diese, sondern von mir eine zusammengestellte Box, weil ich aus den Boxen, also das ist vom letzten Monat die Boxenverlosung, aus den Boxen von letzten Monat sozusagen immer wieder Produkte rausgesucht habe, mindestens eins aus einer Box, können aber auch mehrere sein, die ich zu einer extra Box zusammenpacke. Es sind eben meistens die Produkte, die einfach ich nicht so sehr verwende, wie jetzt zum Beispiel Bodylotion oder einfach schon habe, die packe ich dann in die Box rein, weil das macht natürlich keinen Sinn, die zu behalten. Aber wenn ich Produkte habe, die mir gefallen, also wenn ich nur Produkte drin habe, die mir gefallen, muss ich trotzdem ein Produkt raussuchen und dann euch verlosen. Deswegen ist es nicht immer so leicht. Also hier ist es tatsächlich auch nicht leicht. Ich hätte die tatsächlich auch gern getestet. Aber nein, die geht an euch. Ja, also Daumen nach oben, Hashtag Verlosung, Hashtag Box in die Kommentare mit eurem Favoritenprodukt und Abonnent meines Kanals sein und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, auf jeden Fall einen Kommentar da lassen, was sagt ihr zur Box. Und natürlich, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Gewinnspiel, kein Unboxing, gar nichts mehr. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.